Sturmtief über Sardinien. Das sonst türkisklare Wasser vor der Küste Algeros spritzt schlammig braun an den Badestrand. Starker Wind und aufgebrachte See treiben Seegras an die Strände und türmen die vom Meeresgrund losgerissenen Blätter zu mächtigen Lagern auf. An einigen noch freien Strandabschnitten vollzieht sich zur gleichen Zeit ein kurioses und weit filigraneres Schauspiel. Neptunbälle werden hergestellt. Wir erhaschen einen kleinen Einblick in die Werkstatt der Natur. Auf wenigen Quadratmetern Strand zeigt sich die ganze Palette der Produktion. Kleine und große Kugeln, noch Unfertiges oder schon perfekt Vollendetes. Am Wasserschleifwerk Sandstrand geht alles seinen Gang wie seit Jahrtausenden. Die triefenden Bälle rollen unablässig den Strand hinab, ähnlich Sisyphos Stein, um von den Wellen sogleich zur nächsten Runde wieder nach oben getragen zu werden. Woher kommen die Zutaten für die hübschen braunen Bälle und was ist da eigentlich genau drin? Kern eines jeden Seegrasballs ist ein vom Meeresgrund losgelöster Seegrastrieb. Seegras oder auch Neptungras ist der Trivialname für eine ganz besondere Meerespflanzenart. Posidonia oceanica. Sie ist ausschließlich im Mittelmeer beheimatet. Im Mittelmeer haben die Posidonia-Wiesen ähnlichen ökologischen Rang wie Korallenriffe. Die dichten und teils Jahrtausende alten Wiesen sind Hort, Lebensraum und Refugien. Zwei Tage später. Wind und See haben sich beruhigt. Das Wasser wird allmählich wieder klarer. Die Fertigung der Neptunbälle ist nach wie vor in vollem Gang. Im endlosen Auf und Ab der anlaufenden See verflechten sich die im Sand zerriebenen Blätter mit den angeschwemmten Seegrassprossen und werden allmählich zu einer festen Kugel geformt. Wirft sie eine raue See weit aufs Land, trocknen sie in der mediterranen Sonne zu den extrem widerstandsfähigen Neptunbällen. Ihr langes Bad im Salzwasser und ihre extreme Dichte bei federleichtem Gewicht hat uns Menschen längst auf die Idee gebracht, die schier unverwüstlichen Kugeln als Dämmstoff für den ökologischen Hausbau einzusetzen. Ein Dämmstoff, der uns von Mutter Natur zum Nulltarif zur Verfügung gestellt wird. Die Produktionsstätten für Neptunbälle, die Sandstrände entlang der Mittelmeerküsten sind allerdings nicht mehr in dem reinen Zustand wie vor dem Plastikzeitalter. Und sie sind bunter geworden. Mikroplastik am Strand gehört heute leider fast zum Alltagsbild. Auch im glasklaren Wasser vor den Küsten treiben mikroskopisch kleine und für unser Auge unsichtbare Kunststofffasern. Was also passiert genau während der Entstehung der hübschen Neptunbälle? Sind sie künftig aus Plastik? Am schönen Badestrand zwischen Alghero und Fertilia im Nordwesten Sardiniens finden wir genügend von ihnen, um uns einen eigenen Eindruck von ihrem Inhalt zu verschaffen. Wir probieren uns an nassen Seebällen, die etwas leichter zu öffnen sind als komplett durchgetrocknete Exemplare. An unserem improvisierten Strandlabor sehen wir im Inneren der Bälle außer dicht gewebten Pflanzenfasern nichts. Auch an der Oberfläche gibt es für uns keine erkennbare Mikroplastikteile. Die weitere Untersuchung verlagern wir auf das Schiff
und benutzen Binokular und Mikroskop. Ah ja, jetzt sehe ich nochmal sowas Rötliches. Also ich habe jetzt gerade gedacht, da ist eine Plastikfaser, aber nee. Ah, ja, das ist eine getrocknete Alge, kein Plastik. Im Grunde haben wir es mit so etwas wie Heubällchen zu tun. Unter der Stereolupe sehen wir fast nur dicht verwobene, mehr oder weniger gleich starke Pflanzenfasern. Das können wir probieren. Dazwischen gelegentlich getrocknete Rotalgen. Bunte Mikroplastikteile, wie wir sie am Strand gesehen haben, finden wir weder auf noch in den Neptunbällen. Bei noch stärkerer Vergrößerung im Mikroskop können wir weitere Strukturen differenzieren. Die Blattrippen des Seegrases mit ihren Leitbündeln sind das primäre Baumaterial aller Neptunbälle. Die ziegelsteinartigen Blattzellen werden beim Rollen über den Strand allmählich von den stabileren Blattrippen abgerieben. Ein winziger Spross einer Rotalge. Sandkörner. Die mikrometerkleinen Plastikfasern, die wir in den Seegraswellen vermutet hatten, finden wir trotz intensiver Suche nicht. Bei unseren Recherchen im Internet sind wir auf verschiedene Arbeiten gestoßen, die von teils erheblicher Mikroplastikbelastung in Neptunbällen berichten. Warum die Neptunbälle hier am Strand im Nordwesten von Sardinien die allgegenwärtigen Plastikfasern nicht einbauen, bleibt für uns ein Kuriosum. Würden wir unser Haus mit hübschen braunen Neptunbällen ökologisch stemmen wollen, würden wir sie hier an den Stränden sammeln.